Hallo, grüß dich, ich bin's Barbara. Aus Fichtenwipfel kann man natürlich eine Tinktur machen, eine Wipfeltinktur. Und das ist einfach, man nimmt die Fichtenwipfel, entweder man zupft oder man schneidet ein wenig her und setzt das Ganze mit einem Alkohol an. Also, ich habe da jetzt einen Obstler. Man kann aber genauso einen Korn nehmen und tut das, ich finde, das reicht so ein kleines Glas, weil bei Einreibungen, außer die Einreibung für was nehmen ist. Und wie oft brauche ich sowas? Also die Einreibung bei den Fichtenwipfel ist bei Verspannungen, wenn man verzwickt ist, Muskelkater hat, dann kann man die recht gut hernehmen. Und wenn ich da jetzt, ich glaube nicht, dass wir mehr brauchen. Und durch das wird es eigentlich so ein Glas auch viel tun. Ich glaube, ich brauche nicht einmal alle. Und wie gesagt, mit einem hochprozentigen Alkohol auffüllen. Sachen, die man mit Alkohol ansetzt, immer zumachen, weil der Alkohol, der verflüchtigt sich ja sonst. Und dann natürlich beschriften und das Datum draufschreiben, was man gemacht hat, dass das ganze Pflanzengut gut bedeckt ist mit dem Alkohol. Dann tun wir sie wieder drauf, am Zettel, was ist, also das Fernsehen, was drin ist und das Datum. Und das müssen wir jetzt schon mal, ja, 6 Wochen ist eine gute Zeit zum Stehen lassen, an einem kühlen Ort, an einem Fensterbrillo zum Beispiel. Und dann, wie gesagt, wenn es zwickt oder zwackt irgendwo, kannst du Wipfelessenz hernehmen. Eine Tinktur, Entschuldigung, schönen Tag noch.